Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal Russische Welt TV. Ich habe ja bereits vor einigen Wochen ein Video gemacht, wo ich über die aktuelle Situation gesprochen habe auf dem europäischen Gasmarkt. Wer möchte, kann ich das Video auch gerne nochmal anschauen, weil ich da halt auch viele Dinge im Detail oder mehr im Detail erklärt habe. Jedenfalls ging es dort darum, dass Europas Gaspreise, also die Preise für Erdgas in Europa an den Börsen massiv angestiegen sind. Zum einen natürlich auch aufgrund objektiver Umstände wie das Wetter, wo die Menschen jetzt keinen allzu großen Einfluss noch darauf haben. Und zum anderen dadurch, dass Russland, also speziell Gazprom, die Liefermenge heruntergefahren hat vom Erdgas. Ja, und das dann sozusagen reduziert hat, ausschließlich auf das Volumen, welches vertraglich vereinbart ist. Seitdem, jetzt in den Wochen darauf, hat sich die Lage keineswegs entspannt, anders als es manche Experten vorhergesagt haben, denn die Preise schießen weiter hoch. Gerade auch auf den Börsen in Europa, speziell in London und in Amsterdam, sind die Preise auf Rekordhoch. Ja, speziell jetzt, was diese Jahreszeit angeht. Teilweise liegen die Preise sogar bei $650 für 1000 Kubikmeter. Und wohlbemerkt haben wir jetzt erst Anfang September, also nicht gerade die Saison, wo die Nachfrage nach Erdgas besonders hoch ist. Also wir haben jetzt Spätsommer und kein Winter. Und an dieser Situation, die wir jetzt aktuell haben, ist speziell das politische Europa selbst schuld. Ja, es hat sich mit seiner Politik, ja, kann man sagen, selbst ins Bein geschossen. Denn das politische Europa hat versucht, über die ganzen letzten Jahre Russland unter Druck zu setzen, gar zu erpressen, ja, indem nämlich Europa auf langfristige Verträge, wie es zuvor immer der Fall war, mit Russland verzichtet und diese abgelehnt und stattdessen vor allem auf kurzfristige und spontane Lieferungen gesetzt über den Einkauf an der Börse. Ja, weil sie dachten, dass sie auf diese Weise Konkurrenz fördern können, wodurch dann die Preise auch sinken. Und dazu muss man sagen, dass der Plan auch zunächst aufgegangen ist, denn in den letzten Jahren hatten wir sehr niedrige Preise für Erdgas in Europa. Ja. Nun allerdings, unter anderem auch durch die harte Linie von Russland, aber auch durch andere Faktoren, wie gesagt, kommt jetzt die Quittung im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu habe ich auch schon gesagt, der Winter steht noch bevor. Wir haben jetzt gerade mal Spätsommer, Anfang September und die Preise steigen weiter. Ja. Und definitiv wird Europa in der nächsten Zeit nicht drumherum kommen, anders als die es geplant haben, langfristige Verträge mit Russland zu schließen. Ja, währenddessen kann Russland sich hier völlig zurücklehnen, denn Russland macht derzeit schon, also praktisch zum heutigen Tag, sehr hohe Gewinne aufgrund logischerweise der hohen Preise. Ja, und dazu kommt, dass Russland auch eine deutlich gestärkte Verhandlungsposition hat mit Europa und kann auf diese Weise zu einem großen Teil seine eigenen Bedingungen diktieren, was auch besonders wichtig ist in Bezug auf die Pipeline Nord Stream 2, die jetzt schon ja fast schon komplett fertiggestellt ist. Also Europa hatte das Ziel, Russland unter Druck zu setzen und steht jetzt selbst vor einem Scherbenhaufen. Also der Plan, Erdgas als politische Waffe gegen Russland zu verwenden, Russland damit zu erpressen, ist somit völlig nach hinten losgegangen und somit kläglich gescheitert. Und die Moral dieser Geschichte ist ein deutsches Sprichwort, welches es auch in ähnlicher Form auch auf Russisch gibt: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, unterstützt meinen Kanal gerne auch finanziell, Links in der Beschreibung und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Video. Bis dahin.